Kann ich meinen nächsten Tesla mit Bitcoin bezahlen? Diese Frage werden wir heute klären und auch, was Bitcoin ist, woher es den Wert nimmt und wie die ganze Sache weitergeht. Nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zur Stromgarage. Heute mal wieder ein etwas anderes Thema außer Elektromobilität. Heute soll es um den Bitcoin gehen und um Kryptowährungen im Allgemeinen. Das ist für viele noch ein Buch mit 7 Siegeln, aber ich glaube, es ist höchste Zeit, sich zumindest mal damit zu beschäftigen. Ich habe das schon öfter mal in der Vergangenheit gesagt, aber ja, die Sache wird im Prinzip immer brisanter. Hintergrund von dieser ganzen Sache der Suche nach neuem Geld sozusagen, ist im Prinzip die extreme Geldmengenausweitung im Prinzip überall auf der Welt. Also in den USA ist es relativ deutlich zu sehen. Da hat im Laufe diesen Jahres, also 2020, fingen wir an mit 15,5 Billionen Dollar Geldmenge M2 und sind jetzt schon fast auf 20. Also das heißt, die haben ungefähr 30% diese Geldmenge erhöht. Das Ganze ist jetzt noch nicht zu einer wirklichen Inflation gekommen. Das liegt daran, dass die Leute halt ihr Geld gerade extrem festhalten und Inflation eben nicht nur aus der Menge des Geldes, sondern auch aus der Umlaufgeschwindigkeit entsteht. Da gibt's aber andere Videos, die das besser erklären. Das will ich jetzt nur am Rande sagen. Also, wenn dann die Sicherheit in den Köpfen der Leute mal wieder kommt und die das Geld mal wieder ein bisschen lockerer sitzen haben und es ausgegeben wird, dann wird vermutlich diese Inflation kommen. So, und das will natürlich niemand, vor allen Dingen nicht die Regierung oder die EZB, die Regierung vielleicht noch, weil dann auch die Schulden im Prinzip weginflationiert werden, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Zumindest will keiner so eine extreme Inflation und ich glaube auch nicht, dass das passieren wird, denn die Zentralbanken sind jetzt schon fleißig dabei, diese ganze Sache so zu verändern, dass sie eben diese Geldumlaufgeschwindigkeit wunderbar kontrollieren können. Und da kommt eben dieser digitale Euro und der digitale Dollar, also E-Euro oder E-Dollar oder wie die auch immer dann heißen werden, die von den Zentralbanken ausgegeben werden, zwar auf einer Blockchain basieren, aber trotzdem mit Bitcoin überhaupt nichts zu tun haben. Die kommen jetzt hier ins Spiel. Das wird hier jetzt von den Zentralbanken ganz intensiv vorangetrieben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die das nicht aus Spaß machen oder aus irgendwie Fortschritt, dass sie halt digital werden wollen und die ganze Sache halt digitalisieren wollen. Das glaube ich nicht, sondern diese digitalen Euros und digitalen Dollars, die können dann im Prinzip von der Zentralbank hundertprozentig kontrolliert werden. Das heißt, ihr habt dann so ein Wallet, so ein E-Euro-Wallet, so wie euer Bankkonto. Der große Unterschied ist nur, dass ihr nicht einfach dieses Geld dann ausgeben könnt, wofür ihr wollt, so wie es jetzt gerade ist, sondern zumindest haben die Zentralbanken die Möglichkeit, euch vorzugeben, okay, ihr dürft pro Tag nur, 50 Euro ausgeben, um eben diese Umlaufgeschwindigkeit klein zu halten, um die Inflation halt so ein bisschen im Zaum zu halten. Oder ihr dürft mit diesen E-Euros, die ihr da habt, nur Lebensmittel kaufen und zum Beispiel kein Auto oder nur deutsche Autos und so weiter und so weiter. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es ist im Prinzip die totale Kontrolle von dem, was ihr mit eurem Geld macht. So, und ich habe da jetzt ein relativ gutes Video von Dr. Markus Krall gesehen. Ich linke euch das mal hier oben rein. Vom Dr. Krall kann man nun halten, was man will. Er ist natürlich auch beeinflusst, weil er der Chef von der Degussa, also einem der größten Gold- und Edelmetallhersteller ist. Deshalb freut sich natürlich, wenn die Währung im Prinzip zu Bruch geht, weil dann diese ganzen harten Assets wie Gold und Silber und was er halt so verkauft im Prinzip dann hochgeht. Aber in diesem Video vergisst er halt die Kryptowährungen und das vergisst er wahrscheinlich auch nicht, weil er es wirklich vergisst, sondern weil er es einfach ausklammern will, weil er halt in dieser Gold-Silber-Sache einfach total drin ist. Dann wird halt das Geld irgendwie reglementiert, also wie gesagt, ich glaube, dass sie vorher diesen digitalen Euro einführen müssen, um dann halt genau zu kontrollieren, wer jetzt was wie ausgibt. In den USA hat die Fed das schon so gemacht, dass man zwar nicht dazu gezwungen wird, diesen E-Dollar quasi zu akzeptieren oder zu haben, sich so ein Wallet zu machen, aber dass zum Beispiel die Corona-Hilfen, also wenn man jetzt vom Staat
so genanntes Helikoptergeld kriegt, also dass jeder einfach Geld kriegt, damit er halt aus seiner Arbeitslosigkeit sich dann trotzdem was zu essen kaufen kann, dass das eben nur digital auf diese digitalen Wallets ausgezahlt werden kann. Und ich meine, wer ist denn so blöd und sagt dann, nee, will ich nicht, dann behaltet euer Geld, mache ich mir nicht so ein Digital-Wallet. Das wird trotzdem dann jeder machen und ich glaube auch, dass das hier in ähnlicher Form abgehalten wird. So, und wenn dann aber dieses Geld nicht mehr so funktioniert, wie wir das gewöhnt sind, dass man halt mit seinem Geld machen kann, was man will, einfach alles bezahlen, alles kaufen, was man will, ob das nun Sinn macht oder nicht, spielt ja mal im ersten Moment keine Rolle. Dann glaube ich, dass sich viele Leute relativ schnell nach Alternativen umschauen werden. So, das ist jetzt quasi das, worauf ich hinaus will. Und natürlich kann man dann dazu übergehen, die Sachen, die man kaufen will und die, wo die EZB nicht will, dass man die kauft, die dann eben, was weiß ich, mit Silbermünzen oder mit Goldmünzen oder so zu bezahlen. Das Problem bei dieser Sache ist halt nur, dass es nicht online funktioniert. Also ich kann jetzt nicht in einem Online-Shop was bestellen und das dann mit Silbermünzen bezahlen. Das klappt einfach nicht. Und es ist auch relativ schlecht handelbar, weil so eine Silbermünze, wenn man jetzt eine Unze hat zum Beispiel, die kann man ja auch nicht teilen. Das ist dann halt eine Unze. Die ist jetzt gerade, keine Ahnung, irgendwas um die 20 Euro wert oder 18 Euro oder so. Ich weiß es gerade nicht genau. Aber wenn man dann was für 1 Euro kaufen will, ne, dann geht's halt nicht. So, und hier kommt jetzt der Bitcoin ins Spiel. Jetzt kommen wir mal hier zu der eigentlichen Sache von diesem Video. Dass wenn jetzt zum Beispiel ein Händler da ist, der von der EZB, ja, wie soll ich sagen, ausgeklammert wird. Also wenn das eine Ware ist, die man verkauft, zum Beispiel jetzt wie in meinem Fall Hundegeschirr. Wenn die EZB beschließt, ihr Leute, ihr dürft jetzt gerade keine Hundegeschirre kaufen oder Hundehalsbänder. Dann bin ich natürlich ein bisschen in den Arsch gekniffen. So, und dann, was ich dann mache und auch die Händler, die dann auch ausgeklammert sind, ist eigentlich ziemlich klar, ich mache mir so ein Bitcoin-Wallet. Das ist sehr, sehr einfach. Also man kann hier einfach auf einem Handy, das ist jetzt ein Android-Telefon, da kann man im Play Store zum Beispiel die App Bitcoin runterladen oder ein Ethereum-Wallet oder es ist einfach eine App, wie ihr das gewohnt seid. Also könnt ihr euch einfach runterladen, installieren und dann ist die Sache fertig. Ich blende euch das jetzt hier gerade mal ein und ich habe jetzt auf diesem sogenannten Software-Wallet, weil es halt eben als Software, also als App auf dem Handy installiert ist, zum Beispiel 7,73 Millibitcoin, also tausendstel Bitcoin, die sind zurzeit insgesamt 120,79 Euro wert. Also der rechnet euch das auch immer um, damit ihr halt ja in eurem gewohnten Denken bleiben könnt. Und das Coole ist jetzt, ich kann hier jetzt einfach zum Beispiel diesen QR-Code jemand anderem hinhalten, der auch diese App oder auch eine andere Bitcoin-Wallet-App hat. Und dann kann man über diesen sogenannten Public Key, den ihr da unten seht, mir dann Bitcoin überweisen oder halt schicken. So, und da ist keine Bank dran beteiligt, keine Zentralbank und gar nichts. Also das kann niemand quasi kontrollieren und sagen, nee, diese Transaktion darfst du jetzt nicht machen mit deinem Geld. Und das ist der große, große Vorteil von dieser Geschichte. Das kann man überall mit hinnehmen, das ist weltweit auch das Gleiche. Also ich brauche jetzt nicht in jedem Land irgendwie ein eigenes Bitcoin-Wallet, so wie es mit Bankkonten halt ist, sondern das funktioniert so relativ einfach. Bitcoin von Euro in Bitcoin umzutauschen ist jetzt ein bisschen, kleines bisschen komplizierter. Es ist nicht wirklich schwierig. Aber die Frage, die kommt bei mir auch ganz oft und das wollte ich jetzt auch mal beantworten. Es gibt jetzt so Sachen wie zum Beispiel diese Bison-App. Die hatte ich schon mal vorgestellt vor einer Weile. Finde ich auch ganz interessant, weil die wird von der Stuttgarter Börse rausgegeben. Also das läuft dann so ab, ihr installiert halt auch diese App, also wieder gleiches Schema, Play Store, Bison und dann installieren. Und dann kann man hier, kriegt man da quasi eine Kontoverbindung von einem deutschen Konto und da muss man dann von seinem Bankkonto die Euros hinüberweisen und kann dann in dieser App halt die Sachen tauschen. Das habe ich gemacht, das ist jetzt schon eine Weile her in dieser Bison-App, da habe ich auch nur so ein paar Kleckerlis-Bitcoin, die sind jetzt gerade 175 Euro wert. Ihr seht auch witzig die Veränderung hier, plus 130%, also es hat sich schon mehr als verdoppelt. Ich hatte sie damals gekauft für 76 Euro. Aber das ist jetzt auch halt dieser großen Kursrallye in den letzten 2 Monaten geschuldet. Diese ganze Spekulationsgeschichte, die will ich jetzt auch mal ausklammern. Ich sage auch nicht, ich will ja auch hier keinen Finanzberatungsdienst oder so machen. Ich meine, ihr müsst alle selber denken, selber überlegen, wo ihr euer Geld investiert, wenn ihr es denn tut. Heute soll es mal nur um diese
ja, diese Zahlungssache gehen. Also nicht den spekulativen Teil, den will ich halt mal bewusst ausklammern. So, und in dieser Bison-App könnt ihr das dann halt umtauschen. Dann habt ihr es halt immer noch in dem Bison-Wallet. Und von da aus könntet ihr es jetzt theoretisch halt auch an euer Software-Wallet schicken. Das geht dann halt auch mit diesem langen Code, also mit diesem Public-Key. Da kann man dann irgendwo hier hinten Kryptowährungen auszahlen, genau. Und dann kann man da eben seine gekauften oder getauschten Bitcoins dann auf diese Software-Wallet rüberschieben, wenn man es dann überhaupt braucht. Ein Händler empfängt ja hauptsächlich Geld. Also das ist ja eigentlich der Witz von einem Händler, dass man halt mehr Geld kriegt, als man ausgibt. Das heißt, der braucht nicht mal irgendwie was tauschen, sondern er kann einfach sich diese App installieren und kann dann von seinen Kunden halt direkt diese Bitcoin empfangen und natürlich dann auch direkt was damit bezahlen in der Folge. Also er braucht quasi niemals Euros umtauschen in Bitcoin, sondern hat die halt da direkt drauf. Wenn ich jetzt immer Bitcoin sage, das geht natürlich auch mit Ethereum, mit Ripple, mit Litecoin und was auch immer. Diese Software-Wallets gibt es im Prinzip für alles. Im Bison kann man auch eine Reihe von Kryptowährungen umtauschen. In Bison kann man jetzt hier sehen, also da gibt es Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple und Bitcoin Cash. Das sind im Prinzip fünf große und schon recht etablierte Kryptowährungen. Es gibt noch hunderte, tausende andere, ganz kleine, die da sich irgendwo rumfleuchen. Das ist natürlich in der Regel hochspekulativ, also da sollte man sich wirklich dann ganz intensiv mit beschäftigen, also nicht nur so oberflächlich, sondern ganz intensiv. So, und das ist im Prinzip der Clou an der Sache. Jeder, der ein Handy hat und eine Internetverbindung, kann diese App installieren und kann dann Bitcoin empfangen und rausschicken. Und ich denke, dass das in einem Fall einer starken Inflation, einer Reglementierung des Geldes, wenn wir mit unserem Geld nicht mehr das machen können, was wir wollen, was dann natürlich die Akzeptanz runtersetzt und die Freude am Geld. Also das haben wir ja alle die letzten Jahrzehnte so wahrgenommen, dass man mit unserem Geld einfach machen kann, was man will. Ich habe es bar in der Tasche, kann damit alles bezahlen, was ich will, kann jedem Geld in die Hand drücken, wie ich es halt für richtig halte. So, und wenn sich das ändert, ich glaube, dann werden viele Leute aufwachen und werden sehen, okay, irgendwie gefällt mir das nicht mehr und gucken sich dann eben nach einer Alternative um. Und das könnte eben sowas sein. Ich möchte euch nur dazu anhalten, euch frühzeitig, also und ich halte das jetzt immer noch für frühzeitig, sich damit auseinanderzusetzen, damit man einfach dann nicht die Hektik hat, um jetzt schnell irgendwie was zu machen, sondern einfach mal, dass man es hat, dass man einmal diesen Prozess durchgegangen ist. Sollte jetzt keine Tausende von Euro investieren, das würde ich in dem Fall jetzt gar nicht machen, sondern einfach mal, keine Ahnung, wie gesagt, keine Empfehlung, keine Finanzempfehlung, aber einfach mal 50 Euro draufladen, dann habt ihr es da drauf und wisst, wie das Ganze vonstatten geht, vom Euro bis zum Bitcoin Software Wallet. Es gibt dann auch noch sogenannte Ledger, so Hardware Wallets, also Ledger ist da eine große Firma, ledger.com könnt ihr mal drauf gehen. Da kann man dann, hat man dann auch eine Wallet, also so eine Wallet-Adresse und da kann man auch Bitcoins drauf schicken sozusagen. Und hat dann den sogenannten Private Key, also das, was eure Wallet oder der Schlüssel zu eurer Wallet ist, den nur ihr habt, wo ihr dann Zugriff habt auf eure Coins, ist dann eben auf dieser Hardware Wallet gespeichert und dadurch relativ sicher. Also auf dem Handy, muss man auch dazu sagen, ist es nicht so hundertprozentig sicher, weil man natürlich von außen irgendwie darauf zugreifen kann und vielleicht aus dieser Software den Private Key rausziehen kann mit irgendeiner Schadsoftware auf dem Handy. Bei Bison, wenn ihr da eure Coins liegen lasst, dann ist es so, dass der Private Key bei Bison liegt, also bei der Stuttgarter Börse in dem Fall, glaube ich, dass die das verwahren. Das heißt, ihr habt euren Private Key nicht selber und das ist im Prinzip auch nicht der Gedanke von Bitcoin ursprünglich gewesen, sondern es sollte eigentlich jeder selber seine Private Keys aufbewahren, weil nur dann ist es im Prinzip so wie Bargeld in der Tasche. Ihr habt euren Private Key, ihr bestimmt über eure Bitcoin und niemand kann euch quasi da einen Riegel davor schieben. Solange der Private Key noch bei Bison liegt, können die natürlich sagen, oder auch von der Regierung meinetwegen angeordnet, wir frieren jetzt hier die Bitcoin-Konten alle ein. Kann passieren. Wenn ihr es auf eurem Software-Wallet, auf dem Handy oder auf diesem Ledger habt, dann kann das nicht passieren. Es kann natürlich so sein, dass von der Regierung her der Handel und der Besitz von Bitcoin oder von anderen Kryptowährungen einfach verboten wird. Sie können natürlich trotzdem nicht unbedingt nachvollziehen, dass ihr welche habt, aber verbieten kann man es ja mal. Und dann wird die ganze Sache natürlich schwierig, auch für den Handel die Sache zu akzeptieren.
Das schwebt noch so wie ein Damoklesschwert über der ganzen Sache. Trotzdem, wenn ich mir das letzte Jahr angucke, wie auch ja, die Regulatoren quasi diese Krypto-Sache geöffnet haben und auch für deutsche Banken diese Verwahrung quasi erlaubt haben und so weiter, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es jetzt einfach so verbieten. Aber ich wollte es nur dazu sagen, das kann passieren. Ich hoffe, es wird nicht passieren. So, jetzt wollen wir noch mal kurz zu dem Wert von Bitcoin kommen, weil das ist auch immer so eine beliebte Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Weil die Leute oder viele Leute, die da einfach noch nicht so tief drinstecken, denken sich, naja, das hat irgendwer, so ein Satoshi Nakamoto, mal erfunden und auf einmal ist das Ding insgesamt, ich weiß gar nicht, halt viele, viele, viele Milliarden Dollar wert, also in der Gesamtkapitalisierung. Und wo kommt das her? So, und da habe ich für mich den Ansatz gewählt, dass es im Prinzip das Computernetzwerk, was hinter dieser Kryptowährung steht, ist im Prinzip für mich der Wert von Bitcoin. Also ihr wisst ja, das ist eine dezentrale Sache. Das heißt, es gibt nicht einen großen Megacomputer, der diese ganzen Transaktionen steuert und verifiziert, den man theoretisch auch dann abschalten könnte und dann wäre alles tot. Nein, so ist es nicht. Jeder könnte theoretisch an diesem Bitcoin-Netzwerk teilnehmen. Ich könnte mir jetzt einen Computer kaufen, also diesen mittlerweile hochspezialisierte Computer, die dann nur diese eine Sache können. Den könnte ich mir unten in den Keller stellen, könnte es dann meinem Strom hier betreiben, mit PV-Strom sogar, das wäre super. Und könnte eben an diesem Bitcoin-Mining teilnehmen und gleichzeitig eben auch diese Transaktionen, die da laufen, verifizieren mit meinem Computer. Natürlich in einem Verbund von Millionen von Computern. Und das ist auch der Clou daran. Und deshalb ist der Wert von Bitcoin auch so groß, weil das Netzwerk, was dahinter steht, halt sehr, sehr groß ist. Um die ganze Sache zu hacken oder zu verändern, also die Blockchain zu verändern, bräuchte man im Prinzip einen Computer, der die gleiche Rechenleistung hat, wie das gesamte bestehende Netzwerk an Bitcoin-Teilnehmern, nenne ich es jetzt mal. Und das ist mehr oder minder unmöglich. Viele kommen dann da mit diesen Quantencomputern um die Ecke. Ja, wenn ich jetzt einen Quantencomputer hätte, der würde dann mit einem Wisch quasi diese ganze Sache wegwischen. Ja, aber ihr müsst auch bedenken, dass natürlich die Miner, also die Bitcoin-Miner, die schon am Netzwerk positiv teilnehmen, sage ich jetzt mal, dann auch diese neueren Computer sofort einsetzen würden, weil die sind da schon von der Performance der Rechner her ziemlich am Zahn der Zeit und treiben auch den Markt dieser Performance von den Rechnern durchaus voran. Das ist so ein bisschen wie die Formel 1 früher, die halt die Motorenentwicklung so vorangetrieben hat und so weiter. Ja, so, und das ist für mich der Wert. Und je größer und stabiler dieses Netzwerk wird, desto mehr Wert ist natürlich auch einfach der Bitcoin selber. Natürlich wird der Wert im Wesentlichen davon bestimmt, wie die Nachfrage ist, wie viele Leute sich neue Bitcoins kaufen und auch wie das Angebot ist. Das ist nämlich auch noch eine große Sache. Im Sommer war es, glaube ich, oder wann war das, im März, war ein sogenanntes Halving. Diese Miner, also diese Leute, die halt mit ihren Computern an diesem Netzwerk teilnehmen und neue Blöcke quasi finden, die kriegen ein sogenanntes Block Reward. Also wenn die einen Block gefunden haben, das sind meistens dann sehr, sehr viele, die das machen, weil man da sehr viel Rechenleistung für braucht, die bekommen dann eine Belohnung in Bitcoin. Und so wird quasi die Menge an Bitcoins ausgeweitet. Also das vermehrt sich dann dadurch. Und das wurde jetzt im März, glaube ich, 2020, wurde diese Belohnung halbiert. Das passiert so ungefähr alle 2 Jahre, wird es halbiert. Und ihr könnt euch vorstellen, dass sich das dann eben mit der Gesamtmenge an Bitcoin so an einer bestimmten Linie annähert. Diese Linie ist bei 21 Millionen Bitcoins. Wir sind aktuell irgendwie bei 18 Millionen Bitcoins, glaube ich. Also es gibt noch ein paar, aber es dauert dann natürlich immer länger und es wird immer schwerer, im Prinzip diese letzten Bitcoins oder diese letzten Blöcke dann halt zu finden. So, und das ist auch noch ein Grund, warum der Kurs steigen könnte, wenn sich die Nachfrage erhöht, einfach dadurch, dass gewisse Umstände jetzt in der Finanzwelt oder so viele Leute dazu bringen, vielleicht eher mal über Bitcoin nachzudenken, damit zu handeln und sich gleichzeitig das Angebot verknappt, dann wird natürlich der Kurs auch steigen. So, vorausgesetzt natürlich, das trifft alles so ein. Und was die Nachfrage wahrscheinlich nachhaltig ankurbeln wird, das haben einige von euch bestimmt auch mitgekriegt, war jetzt,
die Ankündigung von PayPal, dass sie in den PayPal-Konten eben Krypto-Wallets integrieren. Also da kann man dann in seinem PayPal-Konto quasi direkt die Euros tauschen in Bitcoin, in Ethereum, in, ich glaube, Bitcoin Cash und so weiter. Und das ist im Prinzip eine total riesige Sache, weil dann auf einmal Millionen von Nutzern, die PayPal ja schon hat, sehr, sehr einfach diese Euros in bestimmte Kryptowährungen tauschen kann. Und das hat jetzt auch diesen Schub der letzten 2 Monate ausgelöst. Ich meine, wenn ihr euch den Kursverlauf anguckt, die letzten 2-3 Monate, dann wisst ihr, was ich meine. Alle, die da schon Bitcoin hatten, und ich habe es euch ja auch schon vor Jahren in meinen Videos immer mal wieder gesagt, dass ihr euch damit beschäftigen sollt. Also sagt nicht, ich hätte es euch nicht gesagt. Also das war jetzt ein super, super Bullrun und wir sind jetzt sehr hoch. Aber die Fundamentaldaten haben sich halt auch im Wesentlichen verbessert. Also es heißt nicht zwangsläufig, dass das jetzt wieder runterknallt auf 3000, wenn dieser Bullrun vorbei ist, sondern es haben sich einfach die fundamentalen Daten verbessert. Also die Akzeptanz ist deutlich größer geworden, das Angebot ist geschrumpft, die Nachfrage steigt halt einfach durch diese PayPal-Sache. Ich denke, dass dann viele große Online-Händler, wie zum Beispiel auch Amazon und so, dann auch nachziehen werden. Und so komme ich dann nämlich eben auch zu der Eingangsfrage, werde ich meinen nächsten Tesla mit Bitcoin bezahlen können? Vielleicht nicht den nächsten, aber eventuell den übernächsten. Ihr wisst ja, ich will das Model Y kaufen, nächstes Jahr im Sommer wahrscheinlich, wenn es dann aus Berlin verfügbar ist. Und wenn dann mal irgendwie nochmal ein Autokauf ansteht, denke ich, dass Tesla hier auch zumindest die Möglichkeit anbietet, diese Autos mit Bitcoin zu bezahlen. Ich bin mal gespannt, wie sich dieses gesamte Geldsystem verändert, was dann als nächstes kommt, ob der Digital-Euro durchhält oder ob die Akzeptanz aus genannten Gründen halt so in den Keller geht, dass im Prinzip niemand mehr diese Währung benutzen will oder halt schnellstmöglich in irgendwelche harten, vernünftigen Assets tauscht, wenn es einem denn erlaubt wird. Das wird wirklich eine spannende Zeit. Guckt euch das Video vom Dr. Krall auch mal an. Ich finde es sowieso insgesamt wichtig, auch die Fühler in alle Richtungen auszustrecken. Wenn ihr jetzt sagt, ja, der Krall, das ist ein Crash-Prophet und der labert doch sowieso nur wegen seinem Degussa-Zeug da. Ja, ich kann ja auch sein. Aber guckt es euch trotzdem mal an. Ich finde es halt falsch, wenn man einfach immer nur das guckt, was seine eigene Meinung ist, und sich dann immer weiter bestätigt, weil seine Meinung bestätigen, das kann man immer auf YouTube. Da findest du immer irgendwen, der diese Meinung bestätigt, wie abstrus die auch sein mag. Einfach wirklich in alle Richtungen informieren, in alle Richtungen gucken. Nicht immer nur die eine Seite glauben, alles anschauen und sich selber auch ein bisschen mehr in der Mitte bewegen. Also nicht so extrem werden. Ist in der E-Mobilität auch das Gleiche. Nicht so extrem, nur Elektroautos, alles andere ist Schrott, sondern immer informieren, immer wieder neu nachdenken. So, das war jetzt hier das Wort zum Sonntag zum Schluss. Ist jetzt ein bisschen länger geworden, das Video, aber es ist einfach ein wichtiges Thema. Setzt euch bitte damit auseinander und schreibt mir in die Kommentare rein, ob ihr das auch so seht, ob das so kommen wird, ob ihr vielleicht andere Gedanken habt, was passieren wird in den nächsten Monaten oder Jahren, ob das alles totalen Schwachsinn ist, was ich jetzt hier geredet habe. Schreibt es mal unten rein. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, lasst mir ein Abo da und fahrt elektrisch.